Moin ihr Bagaluten, herzlich willkommen, Elex geht weiter und wir sind hier gerade mit Iron Madison. Ich habe echt gehofft, dass die ein bisschen schicker ist, ne? Und nicht so Old Spice mäßig, die sieht echt, die ist arme, arme Brandopfer. So, weil ich habe ja sehr gerne Iron Maiden früher gehört, ne? Und irgendwie hatte ich gehofft, dass sie besser aussieht. Naja, weil Iron Madison ist tatsächlich schon irgendwie eine Anspielung drauf. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tue ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Cindy, würdest du... Das wirst du von mir nicht erfahren, ja. Das wirst du von mir nicht erfahren. Ja. Hör mal, du Missgestalt. Mir ist es egal, welchen Ruf du hier genießt. Ich breche dir alle Knochen, wenn du nicht redest. Du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Du legst es ja darauf an, dass ich deine Innereien durch den Mixer jage. Noch ein paar letzte Worte. Ich hab das Gequatsche satt. Fangen wir an. Wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich deinen stinkenden Kadaver auf den Müll, wo er hingehört. Du bist tot! Oh, scheiße, doch noch getroffen. Oh, gar nicht schlecht. Alter, du hältst ja gar nichts aus, Mädel. Ja, schade, Mädel. Das war's dann mit dir. Darf ich hier rein? Da krieg ich Ärger. Anscheinend darf ich hier rein. Oh, jetzt hat hier war ein kleiner Ruckler. Oh, guck mal, die haben immerhin ein Klo. Immerhin haben die ein Klo. Na, das ist doch schon mal die halbe Miete. Die Quests mit, warte mal, war die nicht hier? LOL. Erschießungskommando oder was? Zigarette. LOL, der hat. Immerhin hat er noch eine Fluppe bekommen. Das ist ja immerhin mal was. Aber das ist trotzdem Sünde. Wirklich okay ist das auch nicht. Aber nun, wer bin ich? Sagte der Typ denn jetzt noch? Ne, noch nix. Ich könnte mal gucken, ob ich dem Kerl da unten zur Flucht verhelfen kann. Das wäre eigentlich mal etwas, was mir mal so ein bisschen wichtig wäre, bevor der den Scheiß hier zündet. Na? Ne, Konrad? Okay. Ich bin ebenfalls Kleriker. Wir könnten gemeinsam fliehen. Zwei Idioten auf dem Weg zur Hölle. Nee, lass mal. Den Film kenne ich schon. Der ist scheiße. Der ist scheiße. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein.
Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich hier endlich vorankomme. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Klar. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Ach, das eine Ding habe ich sogar. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Er will's auch bauen. Wenn du den Big Bang in Aktion siehst, da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Okay. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Hier, dein proprietärer Etwas-Kondensator. Wofür brauche ich den denn nochmal? Egal, fällt mir schon wieder ein. Gut, aber leider noch nicht alles, was ich brauche. Hol es, schnell! Da hast du deine Kreuzankerspule. Ist die denn auch konzentrisch? Sieht ganz so aus. Schön. Es fehlt aber noch was. Hol es! Das bringt uns nicht wirklich weiter. Stopp. Kein Grund. Er findet mich jetzt... Also noch verehrt er mich, aber grundsätzlich ist er nicht happy. Scheiße. Haben Sie dich auch? Wieso? Wieso sollte sich sonst ein Kleriker hier im Lab... Okay. Ich komme im Auftrag Kalans. Das sind Worte, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Es tut gut, sie zu vernehmen. Jetzt nicht. Wo ist dieser Frank jetzt? War das nicht Frank? Wenn ja, wo war der Typ? Frag mich nicht, was ich hier tue. Oh. Hatte der noch irgendwas Cooles noch generell für mich? Nee, leider nicht. Schade. Schokolade. Na komm schon, so schwer ist das nicht. Okay. Was haben wir denn? Ein inverser Phase... Ja, whatever. Das zählt zur Hauptmission. Okay. Technischer Vorsprung, weil die ein Lieferprobleme... Okay, zu weit weg. Technischer Vorsprung war der Krams da oben. Oh, kommt man hin. Ein mechanischer Wächter, der soll doch hier... Ah, guck mal, der ist ganz in der Nähe. Der ist ganz in der Nähe. Weil ich guck noch mal kurz drauf. Ah, es geht schon wieder in die Richtung, wo wir auf jeden Fall wieder anfangen können. Uns auf ein Level zu freuen gleich. Ah, wahrscheinlich da unten irgendwo, ne?
Auch wenn wir hier wieder mega viele Leute haben. Ich frag mich jetzt, wo der blöde Spacken, der Blutige ist. Extra weit. Den müssen wir halt noch wegschnetzeln. Den Kollegen. Wegen dem habe ich etliches an Splittern verloren. Irgendwie in der Stadt, die da von den Alps nachher eingerannt worden ist. Hinter dir. Diese Schakale kann ich einfach nicht anständig einschätzen. So, aber ein Witz an Erfahrung halt, ne? Nö, auch kein Pflänzchen. Hallo, hi. Oh! Da drüben! Der ist durch. Das KI-Modul dieser Drohne ist kaputt. Ich sollte es trotzdem mitnehmen. Schön, dass er das so gut gesammelt hat, ey. So, okay. Ja, dann porte ich mich mal instant wieder. Das sollte schneller sein. Ja, eventuell nicht. Nee, eventuell ist das doch nicht schneller. Upp, was war das? Achso, klar, ein Knochen. Liegt hier halt einfach so rum. Easy. Warum auch nicht? Also, hätte ich ja selber mitrechnen können. Also, pff. Ist ja schon wieder, ich bin schon wieder albern, ne? Wuffi! Ah, diesmal hat's geklappt, okay. Easy, du bist so langsam mit deinem Teil da. Wow, guck mal. Und da ist richtig Action. Wow, Gott. Nee, scheiße. Nicht so cool. Warum ist denn das da so? Komm mal her, Baby. Hierher, bitte. Ja, deswegen kriege ich trotzdem easy weg. Easy peasy. Überhaupt kein Problem. So, nochmal speichern und mal gucken, wie weit ich da jetzt reinkomme. Ich warte hier. Hier anscheinend halte ich recht viel aus. Ich will nur mal gucken, ob es sich lohnt. Da liegt irgendein Megaschwert. Da liegt ein richtig Megaschwert drin. Das lohnt sich. Dafür muss ich jetzt diesen Kack-Stim nehmen. Fick dich. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Gut, dass du hier warst. Bin ich auch. Das ist ja doof, aber dafür Hirnkleber. Leute. Okay. Ich würde ihn gerne so jetzt nehmen. Dann werde ich mir die Resistenz nehmen. Wir müssen uns das merken, dass wir da nochmal hin müssen. Ich glaube, ich hole mir die als nächstes vielleicht doch die Überlebensgeschichten da im Überlebensbaum halt die Resistenzgeschichten, genau. So rum. Ich glaube, das könnte tatsächlich Sinn ergeben. Wow, aber gerade so. Aber gerade eben so geschafft. Haha. Nice.
Fuck it! Kann ja mal passieren. Nein, jetzt bin ich hier! Dass sie hier auch nicht von allen Seiten mal einen anständigen Weg haben oder so. Kacke Arsch! Ach ja, nee, wollen wir ja nicht mehr sagen. Wir haben ja jetzt Stream mit Stil. Vielleicht im anderen Leben. Lol. Boah, gerade noch den letzten gehabt. Ey, guck mal, da ist wieder ein Knochen. So ein random liegender Knochen. Na ja, einmal warten, bis wir ganz aufgeladen sind. Dann könnte das eventuell funktionieren. Aha! Ja, du fliegst einfach da durch. Du bist doch ein Spacken. Ich habe das KI-Modul. Gut, dass ich die Drohne gesehen hatte. Sie war wirklich defekt, oder? Jetzt ist sie es. Wie meinst du das? Hast du sie geschrottet? Ich hatte keine andere Wahl. Sie hat mich angegriffen. Wirklich? Als ich sie gesehen hatte, hat sie nur herumgelegen. Und das KI-Modul? Ist defekt. Sie selbst. Ach, verdammt. Musstest du sie denn so übel zurichten? Naja, vielleicht kann Elmar ja noch etwas retten. Scheiße, hätte ich... Ich bringe das Modul zu Elmar. Alles klar. Hier hast du es wieder. Bring es zu Elmar. Hätte ich Hand wegziehen, ne? Ich hoffe, er will nichts dafür haben, dass er es repariert. Ich bin im Moment quasi pleite. Wenn er was haben will, könntest du es vorstrecken? Quasi pleite ist nicht pleite. Ach scheiße, ich hab wirklich fast nichts mehr. Na gut, hier nimm den Rest, den ich noch habe. Wenn er mehr als das will, musste es mir aber leihen. 86 mehr Splitter. Hab ich wirklich nicht. 86 Splitter. Ist das vielleicht eine gute Zahl? Geh mir aus der Sonne, geh mir aus dem Weg. Ach, von dem, ach so, seinen Scheiß hatte ich ja noch gar nicht. Stimmt, da war was. Aber ich glaube, ich habe seine Truhe schon gelootet. Kann das angehen? Irgendwie kam mir seine Wohnungseinrichtung bekannt vor. Okay, jetzt hätte ich mich porten können, ja. Können wir gleich wieder einen Haufen Quests abgeben, gut ist. Was ist denn der Rotz dann jetzt? Ach da! Frag mich, ob ich das schaffen könnte hier hoch. Ah, ich könnte auch von hier mich irgendwie hoch oder runter bewegen, glaube ich. So, ist er das hier, Elmar? Ja. Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Für einen Bruder Kalans mache ich es umsonst. Gib her. Oh, nett. So, schon fertig. Viel Spaß damit. Schön. Hier war doch ein Weg an der Seite nach oben. Mal sehen, ob ich das schaffe. Jo, aber wo geht's denn hier hin? Aber wo geht das denn dann hier hin dann angeblich? Ach, Kacke! Scheibenkleister! Dammit! Fuck! Hallo, Wuffi! Ist denn dann jetzt eigentlich dieser Frank? Frage ich mich, den sie da irgendwie hatte. Du machst es dir bequem, auch schön. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja, von da oben wäre der beste Punkt gewesen. Aber so ist easy. Ist auf jeden Fall gut möglich. Mit dem Rüberkommen da jetzt an der Stelle. Quasi. Panja, ich begrüße Sie. Ja, wenn Sie die wieder lauffähig kriegen könnten, ne? Das wäre witzig. Treten wir den fucking Alps einfach mal mit dem Panzer entgegen. Da können die auch nichts tun.
Was machen wir mit dem reparierten KI-Modul? Wir setzen es einer funktionierenden Drohne ein, was sonst? Und woher bekommen wir eine Drohne? Aus eurer Basis natürlich. Ihr Kleriker habt doch eh genug davon, oder? Ich hab gehört, dass ihr da gerade an einem U5-Prototypen bastelt. Hat erweiterte Intelligenz oder sowas. Hab ich vergessen. Kenn mich ja nicht so gut damit aus. Ich werde die Kleriker nicht bestehlen. Du willst den ganzen schönen Plan aufgeben? Finde Alternative. Weil du deine eigenen Leute nicht bestehlen willst? Ihr seid wirklich anders als wir Outlaws, eh? Wenn du mir nicht hilfst, werde ich schon jemanden finden, der es tut. Ich werde es nicht tun. Wahrscheinlich hast du recht. Die Idee war sowieso komplett bescheuert. Das Risiko, hier einen Krieg anzuzetteln, ist vielleicht doch etwas zu hoch. Alles klar, wir sehen uns. Strategisch nicht besonders intelligent. Kein Grund. Warum gefällt ihm das nicht? Es wäre einfach nur blöd, alles anders. Ja, habt doch ein. Mann! Okay. So. Wo war der andere Schar? Habe ich den jetzt nicht? Ich glaube, ich muss nochmal mit. Hier war Rotlicht, ne? Hier ist Rotlicht. So, Perle. Da ist sie. Iron Madison ist tot. Dann hat sie also endlich ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Wenn du wüsstest, wie viele Leute sie erschlagen hat. Es ist gut, dass ich ihre hässliche Fratze nicht mehr sehen muss. Jetzt steht Liam und mir nichts mehr im Weg. Danke, dass du uns geholfen hast. Hier, für dich. Ich muss jetzt zu ihm. Bis später. Na, ob wir wieder mal uns trauen sollen, jemanden zu verfolgen? Nach der Sache kaut er schon seit Tagen rum. Ist es das, was sie wollte? Blümchen! Blümchen! Ich bin gar nicht auffällig, oder? Wie so zwei Spacken, die dir helfen. Top notch! Sehr cool. Die Menschen suhlen sich im Chaos. Wir sollten sie von diesem Irrweg befreien. Echt ein bisschen drauf, der Typ, ne? Das hast du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Meinst du? Wie soll das alles nur enden? Nimm das nicht persönlich. Okay, wenn sie hier gerade ausgeht, wird der da oben... Ich glaube, der war am Anfang auch irgendwo direkt, ne? Hier? Ne, da nicht. Ich hab den halt irgendwie, ich bin 30 Mal an dem vorbeigelaufen und konnte ihn aber irgendwie nicht finden. Schön. Ja, schönen Tag, Wyatt. Ich will das einfach nicht glauben. Was ist der denn? Hier auf der Ebene war er eigentlich, oder? Jetzt? Dann hoffe ich, dass ich, wenn ich nochmal zu der Brücke laufe, sie nochmal schnell wiederfinde. Ja, da ist sie. Mal sehen, wo sie jetzt hinläuft. Wenn die hier vorher rumgelaufen wäre, wäre mir die auch aufgefallen. Definitiv. Guck nicht so. Wo ist denn jetzt dein Göttergatte? Doch irgendwo hier oben. Suspicious, suspicious.
Bewegen Sie sich bitte noch langsamer, Lady. Ja, hier will sie lang. Aber wo hockt der Typ? Wo hockst du? Wo hockst du nun? Wo hockst du denn jetzt nun? Wo hockst du nun? Ach, da ist er! Deine Frau ist tot. Erzähl mir nichts. Niemand wagt es, sich mit ihr anzulegen. Der Duke würde nie zulassen, dass seine alte Matratze... Soll ich ihre Leiche rankarren? Okay, jetzt verunsicherst du mich. Du meinst es wirklich ernst? Ja. Endlich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, das zu hören. Ich weiß zwar nicht, ob du deine Finger mit im Spiel hattest, aber was soll's? Nimm das hier. Mir ist gerade zum Feiern zumute. Und das Beste an der Sache ist, ich kann endlich mit Cindy zusammen sein. Auf ihr sich freut. Keine Schläge können mich jetzt noch davon abhalten. Wenn man vom Teufel spricht. Hast du es schon gehört? Ja, das Miststück ist endlich tot. Jetzt können wir endlich zusammen sein, ohne dass wir uns vor ihr fürchten müssen. Wie lange habe ich darauf gewartet? Heißt das, du hörst auf, für Chloe zu arbeiten? Du weißt, dass ich das nicht kann, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie nicht mehr zwischen uns steht. Ich muss jetzt wieder gehen, aber wir sehen uns bald. Versprochen. Ich vermisse dich schon jetzt. Wenn der Dreck erstmal von den Stiefeln... Ich will nicht mit Liam reden, ich will jetzt mit ihr... Ich kann mit ihr gar nicht mehr reden jetzt. Okay, alles klar. Guti, und was haben wir noch so zum Abgeben? Uns fehlt nämlich noch ein bisschen, fehlt uns noch. Ach, scheiße, ich muss jetzt echt so weit da noch hoch, ne? Was das? Und wo war... Rein theoretisch für den Big Bang, wo fehlt der letzte Scheiß? Das ist da unten auf der ganz anderen Ecke. Okay, dann laufen wir, pass auf, dann laufen wir tatsächlich. Es tut mir leid, aber wir müssen. Mal dahin. Ich fordere mich dann erstmal hier hin, das ist eventuell ein wenig schneller. Da vorne. Okay. Bin mal gespannt. Dass wir da nicht mit Blake und dem anderen zusammen hingelaufen sind. Auch schon so eine Sache. Sag mal, kommst du oder was? Ist hier ein bisschen warm oder was? Unglaublich, der Kerl schon wieder. Aber warte mal, ich kann mir aber ja tatsächlich einmal den hier markieren. Kuppelruin. Zumindest grob die Richtung. Dass wir dann da auch mal wieder hinkommen. Ich dachte ursprünglich, das sei das Lager gewesen. Oder die Kuppeln hier sei das. Irgendwas hier dachte ich, war damals mal das Lager. Aber dann hat uns ja der andere Typ erstmal hier auf den Weg geführt. So ein Skeks. Er wagt das Unternehmen, hier herumzulaufen. Tja. Oh, perfekt. Endlich mal schön getroffen. Zumindest den ersten. Wow. Ohne noch weiteren Damage von ihm zu bekommen. Hey. Nice. Das hat einen kleinen Applaus verdient. Aber doch nur einen kleinen. Ganz schön hoch insgesamt, ne? Hallo? Das ist hier schön zugewuchert, aber hier sind wieder diese Arten, diese komischen Wurzeln. Und da ist ein Viech. Ich sehe hier keine Viecher, nur das eine da. Wir hoffen, dass es auch dabei bleibt. Alter, hier ist ja alles voll von dem Scheiß. Okay, da ist das zweite Viech.
Na, das Ding ist jetzt in Actionhaltung, aber... Ach, shit. Oh, da und die deppen auch richtig schön rein. Aber jetzt liegt er. Sehr gut. Okay, da ist der nächste. Switch! Wow! Oh shit, ja das ist jetzt natürlich witzig. Ja, geil. Konnte nicht ahnen, dass da noch einer auf einmal rausspringt. Und er will halt Tatsache, dass wir einfach ein bisschen mehr killen. Forschungsnotizen, okay. Was ist denn das hier? Cooles Spielzeugauto, geil. Statusbericht. Alles Dinge, die noch dazu zählen, was wir nachher nochmal alles lesen müssen. Flaschen, haben wir hier noch irgendwie was? Nee, ne? Nö. Aber eine hübsche Bar. Ah, wir dürfen da nicht rüberhüpfen, sonst kommt nämlich der nächste. Leute, wir müssen einmal gucken, dass wir den hierher pullen. Da ist er. Da vorne irgendwo kam der andere raus, deswegen warten wir, bis er hier vorbeiläuft. Könnt ihr einfach mal... Ups. Mach dich bereit! Nein, komm nicht so... Geh nicht so nah daran. Du machst nix, Typ. Aber jetzt treten wir das Ding halt da hinten hin, was echt scheiße ist. Okay. Och, so ein Scheiß. Kotzt er mich mit seiner Spucke voll oder was? So. Haben wir ja von eben gelernt, ne? Na geht doch. Na geht doch. Wenn du mir jetzt auch noch sagst, wo ich eben gerade den Scheiß markiert habe. Okay. Ich frage mich, was hier drin war. Und was das hier so ist, dass das auch alles so krass wächst. Ne. Ist auch nix. Hier, irgendwie diese eine Kuppel hatten wir, aber ich hätte eigentlich gehofft, dass das ein bisschen mehr ist. Ah, nehmen wir erstmal den Weg. Eine Straße ins Nichts. Ein Ort der Verblendung. Schleim. Drakon? Was zum... Alter, ist das hässlich, das Ding. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. Danke für die Info. Aber dann solltest du vielleicht mal ein bisschen was dafür tun, dass das nicht passiert. Ah, hab ihn gefunden. Haha. Yay. Und wenn wir gerade schon hier sind, dann wäre das doch jetzt doof, jetzt quasi nicht diesen Bereich irgendwie... Auch wenn ich selber mit der Quest gerne weitermachen würde, aber es wäre jetzt einfach doof, den Bereich nicht zu untersuchen, wenn wir gerade eh hier sind. Wäre einfach dämlich. Leute, da gab es nichts zum Looten. Okay. Okay, Elixid.
Das sieht mir irgendwie wie so eine Art Arena aus hier. Das gefällt mir gar nicht. Gegenteil, es macht mir eher Sorgen. Oh, ich kann mir echt vorstellen, dass ich hier mit... Komm, lass mich im Frieden. Dass ich hier mit dem anderen Mädel nochmal hin muss. Das sieht aus wie eine Art Ladestation. Irgendjemand hat hier etwas gebaut. Er konnte seine Arbeit aber scheinbar nicht vollenden. Fuck. Stopp. Kein Grund. Was ist das? Okay. Ich glaube, ich muss gleich diese Dinge mal durchlesen. Die Dinge, die wir da gerade gefunden hatten, die... ja, die Berichte. Die Forschungsberichte. Ist... irgendwie echt ganz schön merkwürdig. Richtig merkwürdig. Was? Ring des Outlaws. Ach, lol. Dann gab es bestimmt irgendwo auch mal einen Ring des Berserkers, den wir schon lange hätten kriegen können. Okay, wir nehmen diese einzelne Kuppel da vorne noch. Steht da sonst so einsam rum. Na komm, Kollege. Zum Lesen. Das wollten wir auch noch lesen, persönliche Forschungsnotizen. Entdeckung. Auch wenn ich meine Erkenntnisse nicht an die Öffentlichkeit tragen darf, wäre es ein Verbrechen, mein Wissen nicht niederzuschreiben. Das, was meine Kollegen und ich in den letzten Monaten alles herausgefunden haben, ist ein gewaltiger Schritt in der Forschung. Ich habe nie Fragen gestellt. Woher das ganze Geld seit Monaten kommt, weiß ich nicht. Es interessiert mich auch nicht, auf was wir uns eigentlich vorbereiten. Aber mit dem Geld haben wir riesige Forschungszentren aus dem Boden stampfen können. Alles ist hochmodern und streng bewacht. Ich blicke mit Stolz auf meine Arbeit, weil ich an etwas sehr Großem mitwirke. Das Wichtigste sind unsere Treibhäuser. Sie sind ausgestattet mit einem eigenen Klimasystem. Durch Schleusen haben wir sie vollständig von äußeren Einflüssen abgeschottet. Wir bestimmen komplett, welche Einflüsse auf die Pflanzen darin einwirken. Wir können sie beliebiger Strahlung aussetzen, eine komplett andere Atmosphäre aufbauen oder die Temperatur regeln. Wir haben viele neue Arten herangezüchtet. Einige sind in der normalen Erdatmosphäre gar nicht überlebensfähig. Aber sie bieten eine neue Pflanzenvielfalt, die unter widrigsten Bedingungen das Überleben sichern kann. Ja, und damit ist halt hier der Absturz auf Magellan. Magellan. Alter Statusbericht. ...2810, Vorfall in Station 0605. Isolation aller Proben. Befall mit einer neuen Schädlingsart. Untersuchung wurde eingeleitet. Der Vorfall verzögert unsere Forschung um mehrere Monate. Die wichtige Arbeit des leitenden Botanikers der Station wurde vollständig zerstört. Der Rosacearum? Nach Monaten der Züchtung habe ich die perfekte Kreuzung gefunden. Die erste Saat habe ich gerade angesetzt. Mal sehen, ob sie etwas werden. Meine süßen Lieblinge, sie wachsen und gedeihen. Der Rosacearum. Ja, der Name gefällt mir. Die Sonne und Pflege haben sich bezahlt gemacht. Insekten, widerliche Parasiten, haben meine Lieblinge vollständig zerstört. Dieses Ungeziefer bezahlt für meine Armen, der Rosacearum. Ich werde gleich zu den großen Kuppeln herübergehen und nach ihrem stärksten Pestizid fragen. Immerhin mache ich das hier für sie.
Das ist bloß nicht am Falschen. Den Rest lesen wir wann anders nochmal durch. Und wir wollten jetzt da hinten hin. Mann. Diese 45 Minuten kommen mir manchmal echt einfach zu kurz vor. So. Die Nordranke, ich glaube, das war was Cooles. Okay. Ja, not bad. Ach, schön, dass du auch mal ein bisschen Damage machst. Ja, chillt ihr Leben, bitte. Lesen. Da lag doch noch irgendwas. Nee. Guter Teller, Mana, Trank, Wein lag hier nicht nochmal. Ja, meine ich doch. Kartenstück! Ja! Und das kommt mir bekannt vor. Wieder das Ding. Das Ding haben wir gesehen. Geil. Nein. Giftkraut. Oh Gott. Alter. Fuck you. Mistvieh. Ja, schön, dass du einfach hier wieder verkackst und aufgibst. Vieh, ey. Da kann ich nur stehen. Na? Noch irgendwas los hier? Warum zum Teufel liegt da so ein Kackpfeil einfach rum? Könnte das hier eventuell irgendwie so ein bisschen so ersatzmäßig fürs Weltenherz sein? So ein bisschen geheimer Bericht? Okay. Streng vertraulich. Die Tests schreiten gut voran. Ihre Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben schon einige Erfolge erzielt. Hidea Rosacearum wird ihren Zweck bald erfüllen. Nur noch wenige Tests müssen gemacht werden. Bei der Atmosphärenanpassung werden wir nur noch wenige Werte justieren müssen. Sobald alles soweit ist, werden wir uns an die Extremtests wagen. Ich informiere Sie nächste Woche über Weiteres. Okay. Ja, irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, an solchen Stellen muss es doch eigentlich noch was geben. Aber anscheinend nicht. Ich will noch einmal tatsächlich das Wasserbecken einmal absuchen. Ich kann mir halt echt vorstellen. Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Warum nicht? Wir haben es bis jetzt auch gerade auch gut hingekriegt. Und ich war schon in viel brenzlicheren Situationen. Also das sollten wir hinkriegen hier, Kollege. Nee, Tatsache, im Wasser ist nichts. Oh, außer am Bug. Ich hab einen Grafikfehler entdeckt. Bin ich eigentlich irgendwie solche Dinger gesehen? Oh, warte. Die hatte ich. Die und die hatte ich auch. Hier waren noch irgendwelche. Ja, meine ich. Das hatte ich gesehen. Da, die Dinge hatte ich gesehen. An den Autos kann man nochmal gucken. Aber das hier irritiert mich mit dem Elixir. Ich kann mir vorstellen, dass wir halt mit unserer einen Perle hier nochmal hin müssen. Das ist irgendwie so ein bisschen Captain Obvious. Ich weiß es nicht. Immer so diese ganzen Punkte, wo wir Elex oder Elixit so finden können, einfach nur. Das Flugblatt, das kennen wir, glaube ich, auch schon. Rucksack darf nicht, aber hey, eine Truhe. Zu einfach.
Easy. Ah, schön. Hier hätten wir das gefunden. Alrighty, wenn hier sonst nichts weiter ist. Sollen wir mal ein bisschen gucken. Also allein diese Konstruktionen hier irritieren mich schon. Hui. Hallöchen. Mana-Kraut sieht schön aus. Also das finde ich einfach von der Farbe und von der Form einfach auch schick. Ich greife an! Dankeschön. Endlich machst du auch mal was für dein Geld. Reißer, erledigt. Ach. Wow. Ach klar, natürlich, du triffst jetzt. Scheiß Spacken, ey. So, nu? Was soll denn das jetzt? Selber schuld, ey. Und Teufel, ist das denn jetzt schon wieder? Sag mal, sind wir hier am Vulkan? Das ist der Weg quasi, um hier durchzukommen. Ach, fuck it, ey. Tatsache. Sieh es dir genau an. Ein weiterer Beweis, Mensch. Jetzt sind wir auf der anderen Ecke. Und da ist die fette Rakete. Wir waren das letzte Mal da vorne. Lol. Irre. Ach, du glaubst es nicht. Ja, und da auf der anderen Seite der Tür standen wir schon. Das kann ich halt nicht mal hacken. Ich habe hier halt nicht die Hackfunktion. Das ist ja schade. Aber geil. Mal da. Wo würde es jetzt hier lang gehen? Oder... Nee, 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 nee. Okay, hier... Und dann hier? Klägliche Überbleibsel einer degenerierten alten Kultur. Lol. Bei den Klerikern jetzt. Okay, das ist der Zugang. Ach. Wie witzig. War das doch nur der eine? Nee, 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 dann war das doch hier der Raum sogar, in dem wir waren. Lol. Lol. Okay. Guti, Leute. Wir überziehen schon wieder maßlos. Wir werden in der nächsten Folge da in diese Kuppel dann reinmarschieren. Ich glaube, das ist die letzte von denen. Dann sollten wir hinten den anderen Scheiß holen und gut ist. Ah, ich habe gerade aber noch einen Tunnel entdeckt, den wir auch beim nächsten Mal machen werden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich brich die mal ganz schnell ab. Winke, winke, ciao und tschüss.